Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Sequenz unseres Hausschatzes der modernen Kunst der Wiener Gesellschaft für vervielfältigende Kunst. Wieder ein Auszug heute von verschiedenen Künstlern mit den unterschiedlichsten Darstellungen. Kommen wir gleich zum ersten. Das nennt sich Aus der Campagna oder Campagna, wie man möchte. Und ist ein Bild von Johann Wilhelm Schirmer, 1807 in Jülich geboren. Er war gelernter Buchbinder und ist erst später Landschaftsmaler geworden. Und sein prägender Stil ist die stilisierende Landschaft. Das heißt also, er hat hier eine Landschaft gezeichnet, die nicht unbedingt der Realität entsprechen muss, die er vielleicht komponiert hat, aber deswegen ist sie umso schöner und eindrucksvoller mit dem Vordergrund hier, mit der Höhle, mit den Personen hier, die eine Idylle zeigen, dann wiederum weiter oben in die Tiefe gehen, das Tal, der Berg, die Wolken. Also diese stilisierende Landschaft ist das sein Markenzeichen. Später wurde er noch Direktor einer Kunstschule in Karlsruhe, das heißt also, dieser Stil war sehr prägend und hat sich dort, konnte er diesen Stil weiter verbreiten und an seine Schüler weitergeben. Das andere Bild hier, Ansicht des Starnberger Sees. Ganz klar, ganz leicht zu erkennen. Es ist von Eduard Schleich, 1812, bei Landshut geboren, ein klassischer Bayer und ist auch in dem Bayerischen geblieben und hat sich die Motive dort gesucht. Deswegen natürlich der Starnberger See, das musste sein. Hier mit den Alpen im Hintergrund, mit den Wolken, die den See beleuchten und widerspiegeln lassen. Im Vordergrund die bäuerliche Idylle, also ein sehr schönes Landschaftsbild, sehr prägend auch für den Starnberg. Und man merkt auch, dass diese französische Landschaftsmalerei ein bisschen durchgedrungen ist und ein bisschen beeinflusst hat. Aber hier lebt Bayern, hier stellt sich Bayern dar. Und er gilt als Begründer der neueren Münchner Landschaftsschule. Das heißt also, ihn hat diese Art, diese Stilistik berühmt gemacht und er war stilprägend, sehr prägend, wie dieses Bild hier. Jetzt ein ganz anderes Motiv, das nennt sich der Sittenrichter. Ja, man sieht schon, dass da ein strenger Richter ist, der da jemanden begutachtet. Das Bild ist von Matthias Schmidt, 1835, zu See am Platz Naunantaler, so wird es geschrieben, geboren, Tiroler. Und er ist immer heimatverbunden geblieben. Als Historienmaler merkt man ganz deutlich, dass das im Tiroler Raum spielt, wo ein junges Paar vielleicht mit einem unehelichen Kind es taufen lassen muss und registrieren lassen müssen und der Sittenrichter sehr argwöhnisch da auf eine Erklärung wartet und die beiden versuchen das irgendwie zu gestehen und dazu zu stehen. Natürlich auch wieder mit einem kleinen humoristischen Blick, wie hier die neugierige Dame, die natürlich die Nachrichten für den Dorfklatsch gleich mitnehmen will. Also auch das ist Tiroler Ambiente der besonderen Art. Also er ist Tiroler und diesen Motiven treu geblieben. Das ist ein klassischer Berg- und Schweizer Maler. Sehr schönes, intensives Bild. Kommen wir jetzt hier zum vierten. Da heißt es die Walachische Post. Kann man sich ganz gut vorstellen. Und dieses Bild ist von Adolf Schreyer, 1828 in Frankfurt am Main geboren und ist klassischer Tiermaler. Er ist sehr viel rumgekommen in Ungarn, in Russland und in Nordafrika. Und in Ungarn, da hat ihn wohl die Walachei sehr geprägt, sodass er hier diese Motive mit den Tieren aufgenommen hat, wie die Tiere hier einen Postwagen ziehen, wie die sich die ausgemergelten Tiere sich da quälen müssen, um diesen schweren Wagen zu ziehen und dann durch das Wasser zu ziehen. Also sehr eindrucksvoll. Als Tiermaler kommt das sehr, sehr gut rüber. Wir werden jetzt gleich nochmal den Adolf Schreyer in einem zweiten Bild sehen, denn das machen wir gleich, wo es nochmals verstärkt zu sehen ist, wie er die Tiermalerei ihn geprägt hat und er sie prägt. So, dann kommen wir mal zum nächsten.
So, jetzt kommen wir schon zum nächsten Bild, wo ich von gesprochen habe. Das nennt sich walachisches Fuhrwerk. Und hier, wie schon angedeutet, noch intensiver diese Tiere, die 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pferde ziehen diesen überschweren Wagen durch Furchen hier durch die Landschaft. Sehr eindrucksvoll, viel Kraft, die dahinter steckt. Man merkt, Tiermaler ist so eindrucksvoll, wie es hier in diesem Bild gar nicht mehr gesteigert werden kann. Also für Adolf Schreyer muss ich sagen, sehr prägend, sehr eindrucksvoll. Da nimmt man einiges mit bei diesem Bild. Ganz anders sieht es jetzt hier aus. Dies scheint sehr flächig zu sein, scheint religiös zu sein, aber mitnichten, ganz und gar nicht. Das Bild heißt Der Graf von Gleichen. So, und hier befindet sich eine richtige Geschichte dahinter. Ich sage erstmal was zu dem Maler. Das ist der Moritz von Schwind, 1804 in Wien geboren. Und er ist ein Maler der deutschen Romantik. Er hat auch Märchenzyklen gemalt. So, jetzt wissen Sie schon langsam, wo es hingeht. Dieser Graf von Gleichen, der hat es wohl in der Legende gegeben. Der ist im Orient gewesen, auf Kreuzzügen, da ist er gefangen genommen worden, festgesetzt worden und wurde von einer Tochter, einer Prinzessin des Sultans gerettet, hat sein Leben gerettet, natürlich unter der Bedingung, dass sie ihn heiratet. Und jetzt ist das Problem, er war schon verheiratet, für einen Muslima sicherlich nicht so das Problem aus religiöser Sicht, aber von ihm natürlich ganz anders zu sehen. Deswegen, die Geschichte ging weiter, dass er bis zum Papst gegangen ist, um von ihm um Verständnis gebeten hat, für sein Leben diesen Preis in Anführungsstrichen zu bezahlen, und hat auch quasi Absolution vom Papst gekriegt, dass das genehmigt wurde. Und hier stellt diese Szene die Begrüßung, seine Wiederkehr, die Begrüßung mit seiner Frau und seinen beiden Kindern dar. Und hier nochmals diese Darstellung seiner muslimischen Frau, dieser Prinzessin, die seine Lebensretterin ist. Man sagt heute sogar noch, dass im Erfurter Dom ein Adeliger liegt, der zwischen zwei links und rechts von zwei Frauen begleitet ist, sagt man mal. Vielleicht hat es mit diesem zu tun, aber nachgewiesen ist es jetzt nicht. Wir sehen, hinter manchen Bildern, die so einfach aussehen, verbergen sich ganze Geschichten, lange Geschichten. So, hier haben wir einen Klassiker seiner Zeit, das heißt Der Abschied. Das ist Karl Spitzweg, 1808 in München geboren, war zunächst Pharmazeut, hat das gelernt, bevor er sich dann dieser Malerei, dieser Stilistik des Gemütlichen zugewandt hat. Und er zeichnet sich ja aus durch gemütliche Städte, das ist heimelig, das kann er sehr, sehr gut rüberbringen. Und Sie sehen hier Der Abschied, klar, da verabschiedet sich der Mann von seiner Freundin oder seiner Frau, während hier im Hintergrund der Postmann, der Kutscher mit einer Postkutsche schon quasi sehr ungeduldig und mit fast bösem Blick schaut, dass er langsam kommt. Das heißt also, auch hier kann man sehen, Karl Spitzweg ist ja bekannt für seine humoristischen Einlagen, die man hier in diesen Szenen sehr, sehr gut sehen kann und gut rüberkommt. Also dieses Bild von Karl Spitzweg, würde ich sagen, ist eins der Klassiker und zeichnet ihn besonders aus. So, unser letztes für heute nennt sich Die Überschwemmung. Eine ganz andere Richtung von Adolf Stäbli, 1842, in Winterthur geboren. Und er ist erst Tiermaler gewesen, dann im Landschaftsmaler und ist seit seines Lebens mehr im bayerischen Raum geblieben und hat mehr Dokumentarisches gemacht. Hier also Die Überschwemmung, das heißt, was für zerstörerische Kraft Wasser anrichten kann. Und das hat er auch dargestellt mit den Zerstörungen hier vorne, wie das Wasser gegen Dinge knallt und mitreißt und so. Das ist dokumentarisch, wie man es heute vielleicht mit Sensationsberichten machen würde. Aber so etwas muss auch dargestellt werden und trägt ihn.
Und er ist sehr bekannt für, dass er innerhalb dieser Landschaftsmalerei diese räumlichen Anordnungen sehr gut zu platzieren weiß. Wie Vordergrund, Mittelgrund und dann hinten in der Tiefe die Ferne, also dafür ist er bekannt. Er vereint beides, das Dokumentarische, aber auch das Kompositorische in der Malerei. Dafür ist er sehr bekannt. So, das war's schon wieder für heute. Schauen Sie sich nochmal alles im Überblick an und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen. Dankeschön.